Hey ho, willkommen auf meinem Kanal Stimme und Erfolg und hier geht es um deine Stimme und deinen Erfolg. Hey, willkommen zurück zum 5. Video zur Befreiung deiner Stimme nach Christine Linklater. Also ich hoffe, du hast die ersten 4 Videos angeschaut. Das wäre wirklich wichtig, dass du durch diese ersten 4 Schritte durchgehst, damit du wirklich weißt, wovon ich hier spreche, worauf du zu achten hast und dass du die Übung wirklich richtig machst, damit sie dir auch was bringt. Wir waren stehen geblieben im letzten Video, dass wir angefangen haben, Text zu sprechen. Ich persönlich hatte mir Der Mond ist aufgegangen gewählt. Und jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir so langsam mal den Kopf wieder in die aufrechte Position bringen. Weil wir können natürlich nicht die ganze Zeit so tönen. Auch wenn ich vorhin erzählt habe oder im letzten Video oder so, dass Lenny von Motorhead immer so gesungen hat. Aber das wollen wir natürlich nicht pausenlos so praktizieren. Sieht auch komisch aus auch auf Dauer. Und Wir möchten unseren Gesang oder unsere Sprache ja vielleicht an ein Publikum richten, was vor uns sitzt. Und dementsprechend müssen wir den Kopf aufrecht halten. Was du jetzt machen kannst, ist, dass du wieder in diese Ausgangsposition zurückkehrst. Also Kopf in den Nacken legen, Kinn loslassen, dein Kiefer loslassen, Kehle komplett entspannen. Lass deinen Atem kommen. Und während du jetzt tönst, bringst du deinen Kopf schwebend in die Aufrichtung. Und achtest darauf, dass sich aber die Qualität des Tones dadurch nicht verändert. Ich sage auch gleich noch anschließend was dazu. Ha! Okay, jetzt hat mich gerade ein kleiner Frosch geplagt, aber das macht nichts. Ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Also das, was du fühlst, während du den Kopf in den Nacken legst, das sollst du beibehalten, während du den Kopf in die Aufrichtung bringst. Und da kommt jetzt wieder das erste Video zum Tragen. Wenn du das wirklich ausprobiert hast für dich, ja, diese verschiedenen Kopfpositionen einzunehmen und zu schauen, was passiert da eigentlich in der Mundhöhle durch die Schwerkraft, die ihre Einwirkung hat, dann kannst du jetzt auch nachvollziehen, wozu das alles gut war im ersten Video, diese Vorübung, nämlich das. Wenn du nämlich der Schwerkraft wieder ihr Wirken überlässt, dann wirst du nämlich Folgendes feststellen. Also der Ton verliert an Klangfülle, an Volumen und du strengst ihn ein. Du machst den Raum zu, weil nämlich der Oberkiefer dem Unterkiefer entgegenkommt. Ja, die Schwerkraft siegt. Damit das aber nicht passiert, fühl hinein, was du machst, während du den Kopf noch im Nacken liegen hast. Und dann bringst du ihn, wie gesagt, schwebend nach oben und du lässt alles so, die Spannungsverhältnisse, wie du es vorgefunden hast, während der Kopf im Nacken liegt. Das ist jetzt deine nächste Übung. Und dann probierst du auch in den Gesang reinzugehen oder einen Text zu sprechen, je nachdem, was dir wichtig ist oder wo du deinen Schwerpunkt setzt. Und experimentiere damit herum. Kopf in den Nacken, aufrecht. Du kannst auch mal probieren, was passiert mit der Stimme, wenn du deinen Kopf in den, also dein Kinn Richtung Brustbein senkst. Hörst du das? Du kannst da keinen freien Ton mehr erzeugen. Ja, das machen wir normalerweise auch nicht, dass wir so sprechen. Ja, das ist einfach Quatsch, das merkt auch jeder sofort, dass wir den Kehlkopf abklemmen und dass wirklich eine freie Tongebung nicht mehr gegeben ist. Also, experimentiere damit ein bisschen rum. Ich würde mich wirklich freuen, wenn dir das geholfen hat. Schreibe mir deine Kommentare bitte unten rein, wenn du Hilfe brauchst, wenn irgendetwas unklar war, wenn du irgendetwas nicht verstanden hast oder beziehungsweise was richtig gut gelaufen ist. Da würde ich mich auch wirklich drüber freuen, wenn du mir sowas reinschreibst, dass du sagst, hey, das hat mir geholfen, das hat meine Stimme befreit oder ich habe jetzt einfach eine Idee davon bekommen, wie die Dinge zusammenhängen, nämlich Zwerchfellatmung, die Kraft in meinem Körper, die Vitalität in meinem Körper und wie sich das auf meine Stimme auswirkt, beziehungsweise wenn ich den Kanal aufmache, ja, der Stimmkanal, den wollen wir öffnen. Das soll ein freier Durchgang sein für unseren Atem, für unsere Töne. Okay, und das soll es jetzt gewesen sein zu dieser Übung. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und Erfolg dabei und wir sehen uns demnächst wieder, hoffe ich. Ciao.